Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wie ihr im Titel lesen könnt, nehme ich euch heute mit zum Frauenarzt. Der erste Termin. Und es ist immer noch so komisch, mit der Kamera zu sprechen, obwohl ihr es eigentlich noch nicht wisst. Aber wenn das Video kommt, wisst ihr es ja bereits. Genau, ich bin jetzt gerade aufgestanden und habe mich fertig gemacht soweit. Die Kleine schläft noch und ich habe jetzt auch schon hier gerade alles fertig gemacht, also Outfit und Windel rausgelegt, so dass ich sie jetzt gleich wecken kann und dass wir dann gleich auch losfahren, denn tatsächlich müssen wir in einer halben Stunde schon los. Aber das passt ja perfekt, dass wir gleich noch schnell was essen und dann los. Genau, und ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe jetzt 5 Wochen warten müssen, fast 6 Wochen. Und ja, ich bin in der 9. Woche und damals bei Lia war das schon so schlimm, da musste ich nur 3 Wochen warten. Und diesmal war ich aber so ein bisschen entspannter, so ein bisschen lockerer und habe dementsprechend dem Termin, dem sehr späten Termin zugestimmt, weil ich halt, wie gesagt, sehr, sehr entspannt war und sehr locker war und ja, mir da auch keinen Stress machen wollte. Und jetzt, ja, bin ich so froh, dass es endlich so ist, dass wir endlich. Also, dass ich endlich zum Frauenarzt gehen kann und schauen, ob alles in Ordnung ist und ja, einfach auch das erste Bild zu bekommen. Und mit diesem Termin wollen wir es ja auch veröffentlichen. Also, wir haben einfach nur auf den ersten Termin gewartet, einfach um zu gucken, ist es eine Eileiterschwangerschaft? Das hätte ich wahrscheinlich schon gemerkt. Ist es, weiß der Geier, ein Windei, irgendwas? Weiß man ja nie. Also mir geht es so dreckig tatsächlich, dass ich denke, dem Baby muss es super gehen. Aber wer weiß, ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst mit drinne. Aber wir schauen einfach. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, euch gefällt dieser Vlog. Ich habe das ja letztes Mal auch gemacht bei Lia und ich dachte, das passt doch bestimmt ganz gut. Auf Instagram kann ich euch ja nicht mitnehmen. Dementsprechend nehme ich euch einfach heute hier mit. Ja, Lias Outfit, ein genähter Strampler von mir und eine Windel. Und ich wollte euch noch mal ganz, ganz kurz meinen Bauch zeigen. 9. Woche, wie gesagt. Ich habe noch nicht gefrühstückt, weil dann sieht es anders aus. So, warte mal, ich mache mal ein bisschen runter. So. Also, ich finde, man sieht nichts. Also, ich bin fast so auch in die Schwangerschaft gestartet. Also hat sich noch nicht so viel verändert. Vielleicht so ein kleines Mini-Bäuchlein hier, aber ja, da hat sich eigentlich noch nicht so viel verändert. Aber nur, dass ihr schon mal entspannte Dinge habt. Ich musste auch tatsächlich erstmal meinen Mutterpass suchen, weil man muss den ja wieder benutzen. Also da passen ja immer 2 Schwangerschaften rein. Und ja, ich musste den erstmal suchen. Ich habe den zum Glück auch relativ schnell in Lias Wickeltasche gefunden, bei ihrem U-Heft. Also zum Glück, weil ich habe echt gedacht, wo habe ich eigentlich meinen Mutterpass? Weil ja, wo bewahrt man sowas auf? Zum Glück hatte ich den in meiner Tasche dabei. Genau, also in der Wickeltasche dabei. Genau, so, ich habe das, wie gesagt, auch alles schon rausgelegt gestern. Das heißt, das brauche ich alles genau noch schnell einpacken in meine Handtasche und dann können wir los. Jetzt werde ich aber erstmal die Kleine wecken, weil ja, jetzt müssen wir wirklich uns mal ein bisschen beeilen. So, meine Lieben, wir sind da. Ich bin gerade so pünktlich, das heißt, ich hole jetzt schnell einen Parkschein und dann flitze ich rein. Ich bin sowas von aufgeregt, Leute. Ich kriege gleich durch. Mein Herz explodiert. Aber ich würde sagen, ich flitze schnell rein und dann nehme ich euch da drin mit. So, meine Lieben, wieder zu Hause angekommen, wollte ich euch natürlich erzählen, wie denn der Frauenarzttermin war. Vorab, es ist alles in Ordnung, also brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und ja, so wie meine Vermutung war, alles toppi, toppi, toppi. Ich habe hier meinen Mutterpass, das ist der gleiche wie bei Lia damals. Da passen ja immer, wie gesagt, 2 Schwangerschaften rein. Und genau, deswegen habe ich da keinen neuen bekommen, sondern habe eben hier den alten, auch mit der alten Hülle. Ich habe mir aber schon eine neue Hülle bestellt. Zeige ich euch dann, wenn sie da ist. Richtig, richtig schön. Da freue ich mich auch total drauf. Weil ja, ich finde irgendwie, auch wenn es der gleiche Mutterpass ist, muss es immer so ein bisschen individuell sein. Und ich wollte gern etwas aus Filz haben. Aber wie gesagt, da zeige ich euch dann später, wenn die da ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und zwar hatte ich den Termin um 10 Uhr und ich war auch relativ pünktlich da. Ich glaube, 1 Minute zu spät, aber einfach nur, weil ich noch ein Parkticket ziehen musste.
Und genau, sonst war alles in Ordnung. Es war sehr komisch, da wieder hinzufahren, weil ich das letzte Mal ja da war. Da war Lia gerade mal 6 Wochen alt, also die Nachsorge einfach nach der Geburt. Und ja, war irgendwie total verrückt, aber auch irgendwie total schön. So, wir hatten zuerst ein kleines Problem mit meiner Krankenkassenkarte. Das heißt, ich musste einfach bei meiner Krankenkasse anrufen und bis ich da durch die Warteschlange durchgekommen bin, oh, das hat so lange gedauert. Und meine Ärztin hat dann schon die ganze Zeit gesagt, na, ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit, ich will nach ihr Termin los, ich habe Feierabend, bla bla. Und ja, dann hat sie sich aber dennoch die Zeit genommen. Das Gute war, ich musste nicht im Wartezimmer warten, sondern bin direkt rangekommen, habe dann also Urin abgegeben und bin dann direkt mit Lia durch. Kurz zu Lia, weil da habe ich am Anfang so ein paar Ängste gehabt. Also bis dahin war alles super mit Lia. Ich habe den Kinderwagen mitgenommen, damit sie nicht der Erste nachher zwischen die Beine läuft irgendwie. Und die Ärztin hat auch gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, weil das wäre für sie gar nicht gegangen, wenn sie da die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Genau, das heißt, ich hatte also den Kinderwagen mit dabei. Und bei meiner Frauenärztin ist es so, dass man halt im Wartezimmer wartet. Das musste ich ja diesmal nicht. Und dann wird man in einen neuen Raum gebracht. Und dann wirst du aufgerufen von der Ärztin direkt und dann kommt man, also hat die Ärztin einen kleinen Vorraum, da haben wir dann erstmal ganz viel besprochen. Also ich musste nicht lange warten, es ging super fix. Ich konnte mich in diesen zweiten Raum gar nicht hinsetzen, so schnell war sie schon da. Aber wie gesagt, wir hatten ja das Problem da mit der Krankenkasse und dementsprechend hat sie halt total lange auf mich gewartet. Ich glaube, so um die 40 Minuten hat es gedauert, bis ich nachher bei der Ärztin auf dem Stuhl saß. Genau. Und dann haben wir erstmal ganz viel besprochen und sie hat meinen Mutterpass entgegengenommen und sie hat mich dann einfach ganz, ganz viel gefragt. Natürlich unter anderem, ob das Baby gewollt ist und ja, das habe ich natürlich mit Ja beantwortet und ja, sie hat immer wieder tausendmal herzlichen Glückwunsch gesagt und dann nach so ein paar kleinen Fragen gingen wir dann in ihr Ärztezimmer sozusagen, also mit dem Stuhl und in ganzen Geräten, das war direkt nebenan. Und da habe ich Lia auch, wie gesagt, im Kinderwagen gepackt. Und dann war Lia dabei. Und dann habe ich mich untenrum frei gemacht und habe mich auf den Stuhl gesetzt. Und dann fing Lia an zu schreien. Sie fand das mega, mega doof, dass Mama jetzt da auf dem Stuhl saß, untenrum frei mit Maske auch noch. Die hat auf jeden Fall super geweint. Und als ich in der Umkleidekabine war, hat die Frauenärztin mich noch gefragt, ob Lia denn immer so gut drauf ist. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann bin ich gerade auf dem Stuhl, fing Lia total an zu schreien. Ja, dementsprechend konnte ich das absolut nicht genießen, weil man natürlich die ganze Zeit lieber zu Lia geguckt hat, anstatt auf den Bildschirm. Und die Ärztin hat sich super viel Zeit genommen. Das liebe ich an meiner Frauenärztin einfach so sehr, dass sie sich wirklich super viel Zeit nimmt für den Ultraschall an sich. Also sie hat jetzt bei dem Ultraschall super, super lange geschallt. Meine erste Frauenärztin damals bei Lia, die hat einmal kurz geguckt, okay, da ist was und fertig, einmal ausgemessen und fertig. Und sie hat aber von oben bis unten wird alles abgeguckt und nochmal vergrößert und nochmal rausgezoomt und total viele Fotos gemacht und auch ein Foto uns mitgegeben, zeige ich euch ja gleich. Und ja, ich konnte es leider, wie gesagt, gar nicht genießen, weil Lia eben total gequengelt hat. Und das ist einfach für die Mama, es ist total schlimm, wenn man da im Endeffekt ja nichts tun kann. Ich konnte jetzt ja nicht runterspringen und Lia dann kurz irgendwie beschäftigen. Genau, Lia hat dann halt aushalten müssen, aber die Frauenärztin hat natürlich dann sich beeilt und dann nachher nur das Nötigste gemacht und einmal ausgemessen, wie gesagt, ein paar Fotos gemacht, meine Eierstöcke nochmal kontrolliert, ob da doch noch irgendwo eine Eileiterschwangerschaft war. Aber es ist alles in Ordnung. Also sie hat auch gesagt, das sieht top aus. Sie hat vor dem Ultraschall hat sie nochmal den Bauch abgetastet und hat dann schon gesagt, das sieht kräftig nach einer Schwangerschaft aus. Und genau ganz vorab, als wir noch im Raum waren, war sie total geschockt, so ein bisschen, dass ich schon in der 9. Woche war. Also ja, sie fand das doch ganz schön spät und hat gesagt, wir müssen uns jetzt ganz schön beeilen, was die ganzen Untersuchungen noch angeht, die noch anstehen. Und genau dazu erzähle ich aber gleich noch mal mehr. Nach dem Ultraschall dann, wie gesagt, war alles in Ordnung. Sie hat abgetastet gehabt, sie hat auch noch den Abstrich gemacht, das machen die ja immer. Und wie gesagt, den Ultraschall, den Vaginal, das tut auch nicht weh, das ist. Am Anfang hatte man da mal Angst, aber jetzt ist es völlig normal. Es ist halt nur sehr ungewohnt, da breitbeinig vor einer wildfremden Frau zu sitzen. Aber ich denke, das kennen wir alle schon, wir Damen. Und ich finde, da sollte man auch keine Angst haben. So,
Ich habe dann auf dem Stuhl gesagt, dass ich extra so lange gewartet habe mit dem Termin, einfach damit man so viel sieht, weil sie hat auch gesagt, man sieht einfach unglaublich viel schon, weil wir haben das Herz gesehen, wir haben die Wirbelsäule gesehen, weil das Baby hat sich nur von unten zeigen lassen. Also es lag auf dem. Ja, also im Endeffekt lag es richtig, weil der Ultraschall kommt ja von unten und deswegen hat man halt eben nur so den Rücken gesehen vom Kind. Zeige ich euch gleich nochmal ganz genau auf dem Bild. Und genau, also es war alles perfekt, ist alles super und ich war mega happy und habe ihr halt gesagt, dass ich extra so lange gewartet habe, damit man erstens viel sieht und ich wollte mir halt über die Feiertage, wie gesagt, da keinen Stress machen, dass ich irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester dann da zum Frauenarzt gehe und so. Und sie hat gesagt, das ist an sich auch echt top. Und würde sie jedem empfehlen. Aber wir müssen uns halt jetzt wirklich beeilen, weil ich ja nun schon fast in der 10. Woche bin und da einfach noch ein paar Termine anstehen, die noch vorher gemacht werden müssen. Genau, und dann sind wir danach auch direkt wieder in ihr anderes Zimmer gegangen. Und da war Lia dann auch. Ja, immer noch sehr, sehr quakig und wollte die ganze Zeit halt beschäftigt werden. Deswegen habe ich ihr dann meinen Mutterpass in die Hand gedrückt und sie hat alles komplett auseinandergenommen. Das heißt, ihre ganzen Ultraschallbilder von ihrer Schwangerschaft lagen dann nachher auf dem Tisch. Aber es war in Ordnung, Hauptsache, ich konnte mich in Ruhe mit der Ärztin unterhalten. Genau, das haben wir auch getan. Wir haben super lange gequatscht und natürlich auch ein paar Sachen in den Mutterpass eingetragen. Da kann ich einfach mal schauen, was hier drin steht, ist jetzt total verrückt, weil ich jetzt muss jetzt immer ganz nach hinten blättern hier, weil die zweite Schwangerschaft natürlich erst hinten beginnt. Sonst ist es aber genau das Gleiche. Hier sind meine Termine eingetragen. Zum Mutterpass, wie, wo und was da drin steht, habe ich euch schon mal ein Video gemacht. Das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Genau, so Blut. Also auf der ersten Seite hat sie einmal Blutzugehörigkeit aufgeschrieben. Ich bin Blutgruppe A positiv. Das haben wir bei Lia damals schon getestet. Und dementsprechend hat sie es einfach nur einmal kopiert. Dann hat sie hier auf der zweiten Seite nur einmal grob geschrieben, wie Lias Geburt war und wie sie eben zur Welt gekommen ist. Ganz kurz in 1, 2, 3, 4 Wörtern. Und dann, wenn man das aufklappt, hat sie mich hier einmal ein paar Sachen gefragt. Ich glaube, die Seite kennt ihr auch, wenn ihr einen Mutterpass schon mal in der Hand hattet. Und zwar einfach, ob es Vorerkrankungen gibt in der Familie. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Außer, das ist mir leider erst zu spät eingefallen, meine Eltern haben beide Bluthochdruck. Das muss ich eh nochmal sagen, weil das hat sie mich extra gefragt. Aber das habe ich einfach total vergessen, weil ich halt mich mit Lia so beschäftigen musste. Aber das sage ich ihr dann beim nächsten Mal. Dann mein Alter, mein Gewicht und meine Größe. Zum Gewicht wollte ich noch ganz, ganz kurz was sagen. Sie hat hier 45 Kilo eingetragen auf 1,65 Zentimeter. Also 165 cm. Und als ich ihr das gesagt habe, hat sie gesagt, ich soll mehr essen. Und ich habe gesagt, sie können mir glauben, ich esse wie ein Scheunendrescher, erst recht jetzt in der Schwangerschaft. Und es ist bei mir einfach so, dass ich unglaublich dünn bin. Und ich hatte bei Lia, hatte ich das Gewicht ja auch direkt wieder drunter. Also ich bin jetzt genauso wie bei Lia vor der Geburt, sogar 1 Kilo leichter. Und es liegt einfach in meinen Genen. Mein Vater ist genauso, das habe ich ihr auch erzählt. Und sie hat gesagt, ja, wenn ich ihnen da vertrauen kann, dass sie wirklich genug essen, das ist in Ordnung. Wir schauen aber, wie sich das in der Schwangerschaft verhält. Wenn sie wieder so zunehmen wie in der ersten Schwangerschaft, ist alles in Ordnung. Weil sie sieht ja, es geht mir gut, die Blutwerte sind in Ordnung. Und genau, dementsprechend, ja, sie hat mir nur einmal gesagt, ich soll doch bitte mehr essen. So, und dann hat sie hier auf der nächsten Seite einmal den Entbindungstermin eingetragen. Der wurde nämlich tatsächlich nicht so wie bei Lia korrigiert, sondern um einen Tag verschoben. Das heißt, nicht am 15.8., sondern am 14.8. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr sonntags den Wochenwechsel, sondern schon Samstag. Das heißt, ja, es geht jetzt einen Tag schneller los. So, und dann, wenn man die nächste Seite aufklappt, hat sie ist ja Gravidogramm, nennt man das hier. Kann man also Sachen eintragen. Und da hat sie überhaupt nicht viel eingetragen. Also bei Lia ist immer alles komplett eingetragen. Und hier sind nur vereinzelt Sachen eingetragen. Aber ich glaube, weil sie sich einfach auch beeilen wollte, weil Lia halt die ganze Zeit gequakt hat. Und genau, auch weil wir halt ein bisschen spät dran waren. Sie wollte halt auch Feierabend machen. Auf jeden Fall hat sie das Datum eingetragen, die Woche, die auch korrigiert wurde um einen Tag. Also eigentlich waren wir 8 plus 2. Sie hat 8 plus 3 reingeschrieben, weil das Kind halt eben die dementsprechende Größe hatte.
Dann Herztöne hat sie, Kindsbewegungen hat sie über einen Strich gemacht, aber Herztöne hat sie einen Plus gemacht, weil die haben wir eindeutig gesehen. Genau, und sonst hat sie schon gar nichts mehr eingetragen, außer hier noch so ein paar typische ärztliche kleine Abkürzungen. Ne? Aber davon verstehen wir ja gar nichts. So, und dann ja, geht es hier an die Ultraschalluntersuchung, diese Seite hier. Das ist immer so die spannendste, finde ich, hier im Mutterpass. Und ich finde, es ist so verrückt. Bei Lias Schwangerschaft habe ich mir den Mutterpass angeguckt, dachte, was wollen die hier von mir? Was ist das alles hier? Das kann doch nur ein Arzt verstehen. Aber jetzt so im Laufe der Schwangerschaft von Lia versteht man einfach alles und man weiß, welche Abkürzung für was steht. Und ja, dann ist es auch viel besser, so einen Mutterpass mal sich durchzulesen. Und ich finde es allgemein auch sehr spannend, das sich alles nochmal anzugucken, jetzt zum Beispiel, wo Lia noch so klein war. Also, hier erstes Screening 8+0 bis 11+6, also 9. bis 12. Woche muss das gemacht werden. Das hat sie jetzt hier eingetragen. Das heißt 5.1. 8+3 und ja, dann die ganzen Sachen. Mehrlinge, nein, Herzaktion, Embryo darstellbar, ja. Zeitgerecht entwickelt, ja. Und Scheitel, Steißlänge, das heißt vom Kopf bis zum Popo. Die Beine sind nicht mitberechnet, die sind einfach noch viel zu klein, das kann man noch nicht darstellen. 1,7 cm, schon voll groß, finde ich. Also fast 2 cm, das ist schon, ja, so ein richtiges kleines Baby. Ich habe ja meine Schwangerschafts-App wieder auf dem Handy und ja, da gucke ich immer täglich rein. Und das ist einfach so schön, wenn man dann genau schauen kann, wie groß das Baby ist. Wobei die App immer irgendwie so ein bisschen weiter ist als das Baby selber. Weil laut App ist mein Baby jetzt schon 3 cm groß. Ja, aber das ist ja auch ganz normal. So, und dann ist der Mutterpass auch schon vorbei. Hier habe ich jetzt noch Lias Ultraschallbilder einmal nach hinten getan, weil die aktuellen jetzt habe ich wieder hier vorne drin bei mir. Und da zeige ich euch natürlich auch einmal das erste Foto. So, und das hier ist das erste Foto von unserem kleinen Zwerg. Es ist rangezoomt und hier seht ihr, das hier ist natürlich das Baby. Und hier unten seht ihr sogar eine Hand und hier oben, das Weiße, ist die andere Hand. Also man sieht einfach total viel. Hier ist der Kopf und hier eben unten so der Spitze ist der Popo. Und hier sieht man so einen weißen Strich durch, das ist die Wirbelsäule. Also genau, es ist eben so von unten fotografiert. Und genau, so sieht das kleine Mäuschen jetzt aus. 8+3, 1,7 cm. Sonst war, wie gesagt, alles in Ordnung. Also sie hat immer wieder herzlichen Glückwunsch gesagt und sie freut sich so sehr für uns. Und das finde ich einfach so toll. Das liebe ich einfach an meiner Frauenärztin, dass sie einfach so, ja, sie ist ehrlich, sie ist aber super nett und super einfühlsam. Und das finde ich einfach richtig toll. Ich habe auch an dem Tag super viel mit ihr gequatscht, obwohl ich eigentlich gar nicht so jemand bin, der mit fremden Personen viel redet. Aber ich habe ihr so viel erzählt und wie das zu dem Baby kam. Und ja, das war total schön. Genau, was ich beim nächsten Mal unbedingt nochmal ansprechen möchte, sie hat beim Schauen nach den Eierstöcken, habe ich neben der Fruchthöhle vom Baby einen schwarzen Fleck gesehen, als wenn da noch eine Fruchthöhle wäre und ich dachte zuerst, es wären Zwillinge. Aber sie ist da überhaupt nicht drauf eingegangen und ich denke, wenn das irgendwas Schlimmes gewesen wäre, hätte sie es gesehen. Aber ich werde es nächstes Mal nochmal ansprechen, wenn wir es wiedersehen, beziehungsweise werde ich ihr das sagen, dass ich das beim letzten Mal gesehen habe. Vielleicht schaut sie da einfach nochmal nach. Nicht, dass da doch irgendwas ist. Auf jeden Fall war das ja wie so eine zweite Fruchthöhle. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch da auch ein bisschen mehr aus. Und es war halt fast direkt neben dem Baby. Aber genau, ich denke, wenn sie irgendwas, wenn es irgendwie schlimm ist, wer hätte sie was gesagt, weil sie hat es auch eindeutig gesehen. Genau, und dann würde ich sagen, war es das auch. Das haben wir erlebt. Ich bin dann mit Lia nach Hause gefahren und habe Felix natürlich auch direkt angerufen auf dem Heimweg und habe ihm die Nachricht überbracht, dass alles in Ordnung ist. Und den Rest haben wir dann zu Hause besprochen, weil ich ihn ja auch nicht von der Arbeit abhalten wollte. Aber ich finde, es gehört sich einfach, ihn dann schnell zu Bescheid zu sagen, weil er natürlich auch zu Hause oder beziehungsweise auf Arbeit auf heißen Kohlen saß und die ganze Zeit gewartet hat. Der nächste Termin ist bereits unser Ersttrimester-Screening. Da habe ich mich für entschieden, das ist ja die Nackenfaltenmessung. Das kostet bei uns um die 200 Euro und das muss man selber tragen. Das trägt auch keine Krankenkasse, das habe ich bei Lia damals auch gemacht. Und ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich habe zur Frauenärztin gesagt, ich würde das natürlich nochmal mit Felix besprechen und dann gegebenenfalls nochmal anrufen. Aber sie hat gesagt, dass wir sind einfach schon so weit, dass wir eben schon einen Termin machen müssen.
Und ich habe dann gesagt, okay, machen wir das so, dass wir einfach den Termin festlegen. Ich bespreche das mit meinem Partner. Und wenn mein Partner Nein sagt, dann rufe ich einfach nochmal an, dann machen wir einen normalen Termin. Und ja, Felix hat aber gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Ich habe zur Frauenärztin auch gesagt, mir ist die Nackenfaltenmessung gar nicht so wichtig tatsächlich. Aber es geht mir um den Ultraschall und für den Ultraschall allgemein bezahle ich gerne 200 Euro. Der Ultraschall ist wunderschön. Wir haben bei Lia damals traumhafte Fotos bekommen. Wir haben das Geschlecht erfahren in der 13. Woche. Und es war wunderschön. Und es geht mir da auch nicht ums Geschlecht. Es ist natürlich schön, das Geschlecht sehr früh zu erfahren und auch natürlich direkt zu wissen, ob alles in Ordnung ist und so. Aber ich fand den Ultraschall an sich einfach so schön, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe. Und ja, wir dementsprechend auch jetzt wieder das Ersttrimester-Screening machen. Und bitte keine Fragen dazu, was passiert, wenn das Kind todkrank ist oder so. Das kann man jetzt einfach nicht sagen. Das entscheidet man dann spontan und natürlich auch, wie die Situation ist. Das weiß man einfach nicht, wie man dann wie drauf ist und wie reagiert. Also da bitte ich einfach von Fragen Abstand zu nehmen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Den Termin habe ich bereits Ende Januar und da werde ich euch dann natürlich auch wieder berichten. Dann wisst ihr ja auch endlich schon, dass wir schwanger sind. Zu dem jetzigen Zeitpunkt wisst ihr es nämlich immer noch nicht. Aber genau, wir sind natürlich im Hintergrund ganz fleißig schon am Dokumentieren der Schwangerschaft. So, und jetzt, glaube ich, war es das auch. Wie gesagt, das Ersttrimester-Screening steht an jetzt. Das ist auch mein nächster Ultraschall. Sie hat gesagt, eigentlich hätte sie gerne noch einen dazwischen gemacht. Aber da wir jetzt wirklich schon so weit sind, ja, da müssen wir uns leider ein bisschen beeilen, hat sie gesagt. Und dementsprechend ist der nächste Ultraschall auch schon direkt das Ersttrimester-Screening. Genau, einmal nochmal zu Corona und zu Felix. Also Corona ist an sich in der Praxis kein Problem. Wir haben natürlich Abstandsregelung, Maske tragen, Hände desinfizieren und natürlich überall Plexiglas, wo es irgendwie möglich ist. Aber so an sich war der Kontakt zwischen mir und der Ärztin wirklich sehr normal und man hat von Corona eigentlich nicht viel mitbekommen, außer eben die Maske. Und genau, das finde ich an sich auch so nicht schlimm. Es ist natürlich sehr komisch, da komplett, also untenrum frei auf dem Stuhl zu sitzen und dann halt eben mit der Maske. Felix darf nicht mitkommen im Lockdown. Also das hat sie gesagt, im Lockdown ist das einfach nicht möglich, kann sie sich nicht vorstellen. Aber sie kann sich sehr gut vorstellen, wenn der Lockdown vorbei ist, dass er dann gerne mal zu einem Ultraschall mitkommen kann. Aber jetzt, wie gesagt, im Lockdown ist das leider nicht möglich. Es tut ihr wirklich sehr, sehr leid, auch für viele Männer. Viele Männer sind da sehr, sehr traurig. Und Felix hat auch gesagt, als ich ihm dann zu Hause erzählt habe, dass er nie wieder schwanger sein möchte in Corona, weil er das einfach so schade findet, dass er da eben nicht dabei sein kann. Aber ich berichte ihm ja ganz viel und beim Ersttrimester-Screening versuche ich dann diesmal ein bisschen was zu filmen. Letztes Mal hat Felix ja gefilmt. Ich schaue mal, wie ich das machen kann, damit er einfach auch so ein bisschen was mitkriegt davon, weil ich finde, dieser Termin ist einfach so schön und ja, ich schwärme total davon. Ihr merkt das, glaube ich. Genau, so, jetzt habe ich auch wirklich schon wieder so viel gelabert, Leute. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Das habe ich gerade schon gesagt. Gute, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!